Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der IDA-Sprechstunde, wie immer mit Dr. Med. Gunter Frank und Dr. Kai Klapproth. Und wie jeden Mittwoch sprechen wir auch heute wieder über Themen rund um Gesundheit, Medizin und Wissenschaft. Genau, und wir können uns einen pragmatischen wissenschaftlichen Ton, also der Hausarzt und der Wissenschaftler, und dabei eben vor allen Dingen eine freie Meinung. Und das muss man heute leider betonen. Denn es ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, man kann es auch in den sozialen Medien sehen. Ja, es ist interessant. Wir haben ja einen YouTube-Kanal. Wir haben ja mit der Sprechstunde angefangen vor etwas mehr als 3 Monaten und wir sind erstmal sehr dankbar und beeindruckt von den vielen Rückmeldungen, die wir bekommen, von dem tollen Feedback. Wir haben den Eindruck, dass wir wirklich viele Leute erreichen, die auch immer regelmäßig unsere Sendung schauen und wir freuen uns über jeden Kommentar. Wir lesen die auch und es gibt uns einfach ein gewisses Gefühl, wie die Sendung angenommen wird. Was uns aber auch auffällt, sind Dinge wie zum Beispiel, dass unsere Klickzahlen, unsere View-Raten nicht so dramatisch steigen, wie ich es eigentlich erwarten würde angesichts der steigenden Zahl der Abonnenten. Also wir haben kontinuierlich mehr Abonnenten, viele Kommentare in kurzer Zeit. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier auch gedrosselt werden. Also wir erleben auch, wir hatten ja auch schon Strike, wir sind ja auch schon gecancelt worden von YouTube. Das ist uns früher auch schon passiert in unserem Kanal. Und wir sehen merkwürdige Zahlen. Wir sind eingeschränkt worden von YouTube. Also wir haben jetzt wie nennt man das? Unser Funktionsumfang bei YouTube ist eingeschränkt. Ja, wir können nicht mehr so viel machen. Das haben Sie vielleicht auch gemerkt. Das ist seit einigen Wochen so, dass wir verlinken ja immer alle Studien. Also es ist uns ja ein Anliegen, dass wir Sie auch umfassend informieren über die Dinge, die wir wissen, die wir gelesen haben. Also wir setzen die Studien relativ vollständig auch in die Videobeschreibung rein und die können Sie aber nicht mehr anklicken. Das geht seit einigen Wochen so, die kann man nicht mehr anklicken, weil YouTube unseren Funktionsumfang eingeschränkt hat. YouTube begründet das damit, dass wir ja, uns nicht so konform verhalten haben, wie wir das hätten machen sollen. Ganz genau weiß man das nicht, weil man bei YouTube ja mit niemandem sprechen kann und auch keine Fragen stellen kann. Wird behauptet, genau. Wird einfach behauptet und Es nicht wird jetzt mal so. behauptet, es ist schwierig, wir haben versucht, das rückgängig zu machen, ist bisher nicht gelungen. Ich möchte aber trotzdem darauf hinweisen, natürlich haben wir die ganzen Quellen und wenn Sie Interesse haben, die Quellen zu lesen oder zu sehen, über was für Studien wir hier sprechen, über was für Artikel wir hier sprechen, dann findet man das natürlich auch alles auf unserer Webseite, also www.ida-hd.de. Da ist zu jeder Sendung immer auch eine Seite extra, ein Bericht, auf dem alle Quellen genau angegeben sind, auch klickbar, sodass man da nicht lange rumsuchen muss. Jetzt ist ja, es ist unser Podcast, es wird ja verlinkt auf der Achse des Guten, die natürlich eine immense Reichweite hat. Wie ist denn da das Verhältnis von Kommentaren, Abonnenten, aber auch Klickzahlen bei YouTube? Es steigt ein wenig an, aber es ist nicht so der dramatische Anstieg gewesen. Also was wir sehen ist, wir koppeln ja immer so einen kleinen Baustein, so 10, 15 Minuten aus und das wird jetzt auch direkt von der Achse des Guten gezeigt. Das wird auch sehr gut angenommen, also da haben wir auch in relativ kurzer Zeit Zehntausende von Views. Aber es ist jetzt nicht so, dass das unsere Viewzahlen, unsere Klickzahlen dramatisch beim IDA-Kanal in die Höhe getrieben hat. Vermutest du da auch, dass es zurückgedreht worden ist? Oder was sind die Gründe? Weil eigentlich so müsste es ja ansteigen. Also sind die Kommentare zum Beispiel mehr geworden oder auch die IDA-Abonnenten? Das ist das, was uns ein bisschen stutzig macht. Also wir haben unsere Abonnentenzahlen, seit wir mit der Sprechstunde anfangen, wirklich dramatisch erhöht. Also wir haben sehr viel mehr, Gott sei Dank, sehr viel mehr Abonnenten bekommen. Ich möchte auch dafür mich bedanken und möchte nochmal allen raten, also wenn Sie uns regelmäßig sehen, wenn Sie uns gut finden, abonnieren Sie unseren Kanal. Das hilft uns, bei dem YouTube-Algorithmen ein bisschen nach vorne zu kommen und dass wir uns auch verbreiten können. Weil letztlich geht es uns ja darum, dass möglichst viele Leute diese Sendung auch sehen können, dass wir eine große Reichweite bekommen. Da geht es auch nicht um Geld, weil wir das hier nicht monetarisieren, also wir verdienen nichts. Ja, aber man hätte jetzt gedacht, ach gut, uns verlinkt, ist natürlich toll. Ich denke, die Reichweite steigt. Aber man sieht es tatsächlich nicht an den Zahlen. Wir bekommen pro Sendung mindestens so 150 neue Abonnenten relativ schnell dazu. Aber es steigt, es sieht aus, als hätten wir da so eine unsichtbare Mauer. Und es geht relativ schnell dahin und dann bleibt es relativ konstant. Das ist schon auffällig. Ich denke auch, dass bei Achgut die entsprechenden Filme, die auch selbst Achgut produziert und dann auf YouTube laufen, also da massiv auch gedeckelt Ja, sind. Achgut hatte ja auch Ja, Probleme mit YouTube. natürlich. Ja. Also das ist, ob von Shadowbanning wie Ja. sonst was, also das ist halt eine der
entsprechenden Entwicklungen, die wir beobachten, die mit Corona so richtig sichtbar geworden sind. Ja, dass wir offensichtlich da Probleme haben mit der Meinungsfreiheit und auch der öffentlichen Chancengleichheit. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir machen weiter. Ja, natürlich, wir machen weiter. Ich meine, die Fenster sind ja schon ein bisschen geöffnet worden. Also es wird nicht mehr so, so drastisch zensiert oder so deutlich zensiert, wie wir das noch vor einem Jahr gehabt haben. Also das, was wir jetzt hier sagen, wir können das sagen, es gibt vielleicht ein Shadowban, es erreicht nicht so viele Leute, wie es möglich wäre. Aber ich weiß, dass wenn wir das, manche Dinge wären vor ein, zwei Jahren nicht möglich gewesen bei YouTube. Also das ist ganz klar. Kritik ist wieder etwas mehr erlaubt. Also nicht, haben wir ja auch die letzten Male darüber gesprochen, nicht nur bei YouTube, sondern generell. Wir erleben mehr Diskussionen in der Öffentlichkeit. Wir erleben ja jetzt auch gerade die Reaktionen auf die Diskussionen in der Öffentlichkeit. Wir hatten ja jetzt zum Beispiel, wir hatten auch schon darüber gesprochen, den Brief von Andreas Sönnigsen und dem MBV an alle Ärzte. Und der hat ja einiges bewegt. Den hast du ja auch bekommen. Es war ja erstmal ein Fax. Und das hat ja doch einiges ins Rollen gebracht. Ich finde, dass dieser medizinische Behandlungsverbund ist ja ein Verein und dass sie das sehr geschickt gemacht haben. Die haben das, eine sich orientiert an einem rote Hand-Logo, es abgewandelt und als schwarze Hand definiert. Das natürlich Aufmerksamkeit erregt, weil das sind schon Informationen, die der Arzt normalerweise liest. Und dass das halt dann schon seine Wirkung hatte, dass es mehr gelesen haben, als vielleicht, wenn es klar als Schwurbler und Aluhut Teil gekommen wäre. Nein, also es haben wirklich diese 70.000 Arztpraxen haben das bekommen, viele haben das gelesen. Und was da drin steht, ist ja nun mal auch für den Arzt hochbrisant. Ja, weil der Arzt natürlich immer die Frage stellt, hafte ich für das, was ich tue? Und der Brief behauptet ja, dass die Haftung eben beim Arzt jetzt liegt, weil das, was er verspritzt, eigentlich nicht korrekt zugelassen worden ist. Also, und das hat dann entsprechende Reaktionen ja gebracht. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass das PAI hat dann reagiert und hat wiederum dieser medizinische Behandlungsverbund nochmal eine schwarze Handwarnung an die Arztpraxen gefaxt. Der MDR-Beitrag kam, dann wurde er wieder zurückgezogen. Und jetzt, noch vor Weihnachten, hat das Paul-Ehrlich-Institut nochmal eine Stellungnahme herausgegeben. Ja, haben Sie hier liegen. Es ist immer das gleiche Spiel. Es ist eine Beweislastumkehr quasi. Also ich weiß nicht, wenn wir das jetzt vergleichen. Ein einfaches Beispiel. Nehmen wir mal zum Beispiel Trinkwasser. Also angenommen, die Trinkwasserüberprüfungsbehörde, sagen wir Trinkwasseramt, ist zuständig, dass das Trinkwasser eben korrekt ist und nicht gesundheitsgefährdend. Und jetzt kommen da Verunreinigungen rein. Und man sieht auch, dass es Leuten nicht gut geht. Klar, haben wir das Problem der Kausalität, kann auch andere Gründe haben, aber irgendwie, es fällt auf. Und es gibt nun Leute, die ein Labor beauftragt haben, das zu messen, und die stellen gesundheitsgefährdende Rückstände fest. Und da sagt man diesem Trinkwasseramt, und da sagt das Trinkwasseramt, nein, das haben wir denjenigen, die uns das Trinkwasser liefern, die sagen uns, dass das alles korrekt geprüft ist. Und das Labor, was das geprüft hat, das ist doch gar nicht offiziell akkreditiert. Ob jetzt die Inhaberin Professorin ist und einen Lehrauftrag hat, der Uni Magdeburg, spielt auch keine Rolle. Also nein, das kann nicht sein. Und es gibt keine Hinweise. Ja, doch, die Hinweise gibt es doch. Die gibt es ja von diesem Labor, und die Hinweise gibt es auch in Form selbst beim Paul-Ehrlich-Institut selber gemeldeten hohen Nebenwirkungsraten. Das ist so absurd. Das ist also wirklich komplett absurd, dass sie einfach sagen, es kann nicht sein, weil die Standards sind da und die wurden eingehalten, und sie geben einfach konkret, sie geben zu, dass sie in keiner Lage selbst diese Sache überprüfen können. Also wir haben als Arzneimittelüberprüfungsbehörde, die keine Arzneimittel überprüft, sondern die einfach sagt, das machen andere, und wir übernehmen dann deren Ergebnisse. Und das ist natürlich absurd. Komplett absurd, aber das ist die Situation Ende 2023. Hat ja zwei Aspekte, im Prinzip, über die man reden muss. Ja, das ist zum einen, wenn der Vergleich mit dem Trinkwasser, den finde ich ganz gut. Du hast zum einen, du sprichst von gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen, ja, die gefunden wurden im Trinkwasser. Potenziell. Ja, potenziell. Und das ist jetzt gibt es zwei Diskussionen. Ist was drin? Ja? Haben die das gefunden haben, wirklich richtig geguckt? Haben sie die richtigen Methoden angewendet? Und der zweite Punkt, da können wir gleich drüber sprechen, ist das wirklich gesundheitsgefährdend? Ja? Mhm.
Man muss das ja Schritt für Schritt machen. Man muss ja erst mal sehen, ist überhaupt was drin? Das muss man ja mal feststellen, bevor man darüber diskutiert, ob das möglicherweise gesundheitsgefährdende Effekte nach sich zieht. Da gibt es natürlich auch Methoden. Was das PAI jetzt macht, PAI selbst, wie auch die Bundesregierung, die steht ja für die Bundesregierung eigentlich, jetzt spielen sie den Ball zurück und sagen, es wäre nicht ordentlich durchgeführt worden. Die Tests wären nicht ordentlich durchgeführt worden. Und wenn ich mir das anschaue, was Sie herausgegeben haben, als Reaktion auch auf den offenen Brief der MBV, die jetzt ganz, ganz klipp und klar auch nachgefragt hat, das PAI nachgefragt hat, wie es denn dazu kommt eigentlich, diese Methoden so zu bewerten, zum Beispiel die Angaben auch der Hersteller so hoch zu bewerten, dass sie unzweifelhaft als richtig gelten können. Was das PAI jetzt macht, ist, sie diskreditieren eigentlich die Methoden, die angewendet worden sind. Es wäre nicht verifiziert, es wären nicht validierte Methoden. Die Proben wären möglicherweise abgelaufen oder es kommen aus anonymen Quellen. Das ist deshalb alles nicht ganz nachvollziehbar. Das sind aber alles, letztlich sind das ja Ausflüchte, denn im Prinzip ist ja die Aufgabe des PAI, jetzt nachzuweisen, dass es nicht stimmt. Also das ist doch das Normalste von der Welt. Also jeder versteht das, dass dann eine Trinkwasserbehörde, um beim Beispiel zu bleiben, nun Proben nimmt, wo Leute behaupten, dass diese Verunreinigung drin ist und sie dann selbst analysiert oder es halt Labor beauftragt, das zu tun. Das machen sie aber nicht. Sie sagen, nein, das kann nicht sein, weil wir haben bei der Zulassung, ist das alles geprüft worden und zwar, Klammer auf, vom Hersteller, Klammer zu. Also das ist Absurdistan. Und zeigt halt einfach, wie hilflos inzwischen die Behörden dann auch auf solche Anfragen reagieren, die dann halt, sagen wir mal so, die Einschläge der Vernunft und der Wirklichkeit kommen immer näher. Sie müssen immer absurdere Aktionen starten. Und die Bundesregierung unterstützt das ja. Also die haben wir gerade gehabt, ich glaube gestern oder vorgestern, Anfrage von Florian Warwick bei der Bundespressekonferenz genau die Frage gestellt, warum untersucht das PAI denn diese Proben nicht selbst? Warum macht es denn keine eigenen Anstalten zu verifizieren, dass die Vorwürfe wohl falsch seien? Denn das ist ja das, was das PAI machen muss. Das PAI ist entscheidend wichtig für die Arzneimittelsicherheit. Das ist ihre ureigenste Aufgabe. Wenn es irgendeinen Verdacht gibt, dann muss man den aus der Welt schaffen. Und methodisch ist das, wäre das gar kein Problem. Jedes Fläschchen kann man untersuchen, man kann aber auch die Daten erstmal anfordern und kann die auch öffentlich machen. Das passiert ja auch nicht. Ja, oder zu sagen, dass die Verpackung geöffnet sind oder abgelaufen oder sonst was, das spielt doch erstmal gar keine Rolle. Also das spielt keine Rolle. Ich kann ja mal da untersuchen und wenn dann was rauskommt, kann ich ja dann immer sagen, okay, kann man das jetzt auch übertragen auf die frischen Fläschchen. Also das ist alles absurd. Ja. Das zeigt aber auch, dass da Fragen im Raum stehen. Also ich frage mich jetzt, also können Sie es nicht? Oder haben Sie einfach Angst, es zu tun, weil dann eine Lawine ins Rollen kommt? Also was glaubst du, können Sie? Sie müssten es doch können, oder? Also es wird ja auch zum Beispiel, es wird ja jetzt kritisiert, dass Frau König ihre Methoden nicht adäquat erklärt hätte. Ja. Doch, hat sie. Ja, öffentlich. Ja, natürlich, hat sie. Es wird jetzt hier auch in dem Antwortschreiben des PAI gesagt, McKernan, der ursprüngliche Entdecker der DNA-Kontamination Amerika, hätte keine validierten Verfahren verwendet und es wäre nicht alles genau nachprüfbar. Das stimmt aber nicht. Also die Methoden hat er offengelegt. Er hat ganz genau gesagt, wie er es gemacht hat, nämlich zum Beispiel optische, fluorometrische Messungen der DNA. Er hat Sequenzierungen gemacht, er hat qPCRs gemacht, also quantitative Real-Time-PCRs gemacht. Das sind alles Methoden, die man machen kann und die auch Sinn machen, um das zu testen. Ob seine Ergebnisse richtig sind, das müssen andere Labore natürlich überprüfen. Aber die Methoden wurden erstmal dargelegt und mit diesen Methoden hat er die und die Ergebnisse gefunden. Und die sind Anlass genug zu sagen, wir überprüfen das. Ja? Es wurde offiziell im US-Senat vorgetragen, weiß ich jetzt aber leider im Moment gerade nicht die aktuellen Entwicklungen. Wird man vielleicht bei der nächsten Sendung mal schauen, was in den USA gerade läuft, oder weißt du da? Also in den USA, was jetzt gerade ganz aktuell ist, der, ich weiß nicht, Generalstabsarzt, der Generalarzt, also der Gesundheitsminister von Florida, hat jetzt gerade, das finde ich bemerkenswert, die Bevölkerung gewarnt. Und zwar gewarnt vor möglichen DNA-Kontaminationen in mRNA-Impfstoffen, weil diese Kontamination möglicherweise Krebs verursachen könnten. Ja. Und jetzt muss man auch noch mal ganz klar herausarbeiten, ob, du hast es angesprochen, die Frage, die sich stellt, ob das jetzt wirklich eine Gesundheitsgefährdung ist, das ist nicht klar. Ob das tatsächlich sogar ins menschliche Genom eingebaut werden könnte, ist nicht klar. Gibt auch viele Leute, die sagen, das ist nicht möglich. Wobei ich mich dann als einfacher Arzt frage, warum gibt es dann Grenzwerte?
Also wenn es nicht möglich ist, brauche ich ja keine Grenzwerte, wenn es unbedenklich ist. Sei es drum, es ist potenziell möglich und der Staat hat die Verpflichtung, seine Bürger davor zu schützen, indem er das überprüft und er tut es nicht. Und das sind alles Dinge, die wiegen immer schwerer. Und, aber ich stelle halt auch fest, wenn man jetzt, ich habe neulich so eine Sendung gesehen von Talking Hunger wieder mal, mit, da war auch Herr Stör dabei und der Herr Buttons, den ich, der süddeutsche Wissenschaftsjournalist, den ich, mit dem ich auch früher in Sendungen war und der beim Thema Ernährung auch und auch Supplemente immer sehr vernünftig eigentlich argumentiert hat, also durchaus in der Lage ist, auch Studien zu verstehen. Und in dieser Sendung hat er, glaube ich, schon Angst bekommen, weil der Herr Schubert, der auch gerade der Immun, also der den Zusammenhang Psyche und Immunsystem sehr untersucht. Neuropsychoimmunologie. Weil der genießt hat. Und der sich beschwert hat, dass er sich in die Hand genießt hat und nicht in die Ellenbeuge. Und ich kenne Buttons von, dass er vernünftig sein kann. Also er hat eine komische Rolle gespielt 2019, als es massiv gegen Naturheilkunde und Homöopathie eine Kampagne gefahren wurde. Und da war er mit dabei, also ganz irrational. Aber man sieht, dass die Leute wirklich in ihrem Tunnel leben. Also sie kommen aus der Nummer nicht raus. Und deswegen ist auch diese Bundespressekonferenzen mit diesen Antworten der Pressesprecher der Ministerien, das ist so, die wälzen dann Papierstapel und formulieren da irgendwas, wo man dann weiß, Leute, was redet ihr da? Könnt ihr jetzt auch eine chinesische Novelle vorlesen? Das wird genauso wenig passen als Antwort. Also es ist eine komplette Unfähigkeit da, sich der Wirklichkeit zu stellen. Natürlich auch Angst. Aber es wird immer absurder werden. Ja, was passiert, wenn die Verantwortlichen mit der rauen Wirklichkeit konfrontiert werden, ihrer völlig irrationalen Politik? Das kann man ja zum Beispiel auch auf anderen Gebieten sehen, in Form von Tausenden von Treckern, die plötzlich dann vom Brandenburger Tor stehen und einem Landwirtschaftsminister, der völlig entgeistert Worte ringt, wo ihm vielleicht dämmert, wie verrückt es ist, die einheimische Produktion zu zerstören mit völlig überzogenen Energiepreisen, mit Subventionskürzungen da, wo sie mal sinnvollerweise notwendig wären, eine Produktion komplett ins Ausland zu verlagern, der Versorgung der einheimischen Bevölkerung ist Wahnsinn. Ich meine, ich glaube echt, dass so grüne Phantasten, unterstützt inzwischen ja von CDU und FDP, irgendwie glauben, man könnte 80 Millionen Menschen mit Biohöfen satt kriegen. Das geht rechnerisch nicht. Ja, man braucht die moderne Technologie, um diese Mengen zu produzieren. Und wenn mal eine richtige Hungersnot losbricht, dann frägt keiner mehr nach Bio. Und es war richtig schön zu sehen, wie ihm die Gesichtszüge entgleiten, weil seine Welt zusammenbricht. Und das wird vielen bevorstehen, auch im Sinne dieser Arzneimittelsicherheit, die sie wirklich geschrottet haben. Also wird spannend. Aber man darf wirklich nicht glauben, man kann Leute da argumentativ überzeugen. Das wird nicht gehen, sondern die werden nur einfach von der Wirklichkeit so in die Ecke getrieben werden, dass sie dann hoffentlich einfach mal nicht mehr gewählt werden und zurücktreten müssen oder vielleicht endlich mal auch einer mal vor Gericht landet. Ich glaube, die Angst ist schon da. Also ich glaube, die Angst breitet sich aus. Wenn man die Reaktionen, zum Beispiel das MDR, der, ich glaube, es fast nicht genau waren 4-5 Tage, nachdem der Bericht ja online gegangen ist, nachdem der Bericht ja ausgestrahlt worden ist, diesen Bericht zurückzuziehen, das hat ja Gründe. Ja? Und die vorgeschobenen Gründe, dass die Methoden nicht adäquat dargelegt worden seien oder nicht akkurat, sind vorgeschobene Gründe, das ist ganz, ganz klar. Und auch wenn man sich die Reaktion des Paul-Ehrlich-Instituts anschaut, das ist auch Angst. Ja? Weil die Verantwortlichen beim Paul-Ehrlich-Institut durchaus wissen, dass was jetzt passiert, das kann möglicherweise für sie ernsthafte, wirklich auch möglicherweise strafrechtliche Konsequenzen haben. Mhm. Und sie reagieren ja auch darauf, dass sie zum Beispiel, sagen sie ja ganz offen, sie eine Unzahl von Anfragen auch von medizinischem Fachpersonal, also von Ärzten, bekommen. Ärzte, die möglicherweise jetzt durch diese Aktion des MBV von Andreas Sönnigsen zum ersten Mal vielleicht auch konfrontiert worden sind. Das sieht man auch, dass es richtig war, dieses Schelmenstück zu machen, die schwarze Hand zu propagieren.
Also es ist einfach lächerlich, sich jetzt darüber zu echauffieren, das sei eine Irreführung. Es war keine Irreführung, es war einfach die notwendige Aufmerksamkeit zu erzeugen für eine gefährliche Sache. Also wirklich Respekt vor dieser Aktion. Ich habe gestern sehr leidenschaftlich mit einem guten Freund, der ist Jurist, auch diskutiert und er ist wirklich also extrem erfahren. Ich würde jederzeit ihn als Anwalt nehmen, weil er wirklich auch Prozesse gewinnt. Ja? Also er überlegt sich genau, wie das Gesetz in Deutschland funktioniert. Und er meinte, es sei natürlich schon sehr, sehr schwierig, einen Amtsleiter in Deutschland wegen fahrlässiger Tötung oder dergleichen vor Gericht zu kriegen, weil es gibt wohl diesen objektiven Tatbestand und den subjektiven Tatbestand. Und den objektiven, sage ich, sei schon mal schwer nachzuweisen. Wobei beim Thema Trinkwasser war er durchaus bereit zu sagen, ja, das ist ja leicht nachvollziehbar. Aber das ist mit den Impfzulassungen genauso leicht nachvollziehbar. Gut, ein bisschen aufwendiger zu verstehen, aber ist Prozess 1, Prozess 2. Prozess 2 war nicht Teil der Zulassung, wir haben es nicht relevant und man hat einen anderen Prozess verwendet, wie das ist schon eindeutig. Das Thema subjektive Tatnachweis hängt davon ab, wie derjenige, nehmen wir zum Beispiel Herrn Titoček, der sich jetzt in den Ruhestand flüchtet, ja, das wird ihn aber auch nicht schützen. Es ist die Frage, kann man nachweisen, dass die entgegen ihres möglichen Wissens gehandelt haben, also richtig fahrlässig. Und da sagt er, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil man, die können immer sagen, ja, damals dieses Klima und die Wissenschaftsverbände haben das alle gut geheißen und so weiter. Es ist klar, es hängt dann vom politischen Klima ab, weil die Richter, das haben wir doch gesehen, beurteilen das eben nicht unabhängig von der gesellschaftlichen Stimmung und der herrschenden Meinung. Und da ist es natürlich so, oder umso mehr zu verstehen, dass die Verantwortlichen panische Angst haben vor einem politischen Richtungswechsel in diesem Land. Sollte der eintreten, könnte es eben auch sein, dass Richter anders motiviert sind, über diesen subjektiven Tatbestand nachzudenken und zu sagen, ein Herr Titoček, der offensichtlich ja auch Spezialist als Wissenschaftler ist im Bereich von Gentherapien, hätte das unzweifelhaft erkennen müssen, dass diese Zulassung einmal kriminell ist und dass die Zulassung gestoppt hätte werden müssen, schon eigentlich nach 14 Tagen nach Beginn der Impfkampagne, haben wir ja auch drüber gesprochen. Da gab es dann schon 10 Verdachtstodesfälle. Also das Ganze ist so letztendlich, dass der objektive Tatbestand vielleicht im Moment durchgehen könnte, aber der subjektive ist letztendlich abhängig von der gesellschaftlichen Stimmung, weil Richter auch Menschen sind. Und da würde ich aber auch bei den Beteiligten mich nicht auf der sicheren Seite wählen, weil wenn der politische Wind dreht und Richter halt, weil sie Menschen sind, auch opportunistische Züge haben, dann vielleicht auch ein Herr Titoček im Ruhestand strafrechtlich belangt werden könnte. Und das sind alles Dinge, die sind offen, aber ich glaube schon, dass die Beteiligten da nicht ganz so innerlich, sage ich mal, sich da auf der sicheren Seite wählen. Das glaube ich auch. Ich glaube, die Ruhe ist weg. Ich glaube, wir sind auch in einer anderen Phase jetzt. Wir sind jetzt in einer anderen Phase als noch vor 4 oder 8 Wochen, in der man noch sagen konnte, wir haben keine Hinweise, da gibt es nichts Greifbares, warum wir aktiv werden müssten. Jetzt haben wir also Berichte über zum Beispiel diese Kontamination im Mainstream, die ja aktiv wieder zurückgezogen werden, die aktiv gecancelt werden. Und wir haben jetzt das medizinische Personal, was jetzt nachfragt, weil auch die Ärzte mittlerweile massiv in der Breite informiert worden sind, dass zumindest sehr viele mindestens einmal gelesen haben, dass es diese DNA-Kontamination gibt. Und der Medizinische Behandlungsverbund, der MBV, wirft ja nun dem PAI konkret vor, aktiv zu unterbinden, die Arzneimittelsicherheit wiederherzustellen. Weil nämlich in dem Moment, wo der Verdacht ja da ist, und der MBV sagt ja von sich, dadurch, dass er die Ärzte auffordert, Impfstoffe einzusenden, damit man sie in Labore testen kann, das Paul-Ehrlich-Institut sagt, das soll man nicht tun. Das heißt, das ist jetzt hier, sie haben sich jetzt aktiv eingemischt und sie sagen, es soll nichts erhoben werden, es soll nichts gemessen werden. Das ist ja beim objektiven Tatbestand. Und jetzt ist es aber nicht, wenn man jetzt aber fragt, was macht denn jetzt das Paul-Ehrlich-Institut selber, um
nach eigenen Kriterien angemessen zu reagieren und diese Tatbestände oder diesen Verdacht zu überprüfen, machen sie gar nichts. Seinen sie sagen, amtlichen Auftrag zu erfüllen. Genau, sie machen nichts. Und sie beziehen sich auf Messungen, die nicht öffentlich gemacht werden. Genau. Sie beziehen sich auf Angaben vom Hersteller, die sie selber auch niemals überprüft haben. Mhm. Sie sagen jetzt hier, McKernan und König hätten keine validierten Messmethoden verwendet. Sie sagen, der Hersteller hat validierte Messmethoden verwendet. Aber wer hat die denn validiert? Das Paul-Ehrlich-Institut überprüft es ja nicht. Jetzt gibt es ja kluge Leute, die sagen, man sollte da nicht so sehr auf dieses Pferd setzen, um diesen Wahnsinn dieser Covid-19-Impfkampagne voranzutreiben in die Öffentlichkeit, weil, und da haben Sie wahrscheinlich recht, zunächst auf den ersten Blick, das Schadenspotenzial wohl wahrscheinlich weniger in dieser DNA-Verunreinigung liegt, als vielmehr in der Toxizität der Spike-Proteine, die ja massenweise produziert werden, eben nicht nur 3-4 Tage nach der Impfung, sondern ein halbes Jahr oder noch länger bei bestimmten Chargen und die auch überall im Körper Schaden anrichten können. Ich denke, dass das stimmt. Aber formal kann man jetzt eben die Zulassungsbehörden viel besser greifen anhand dieser Grenzwerte, die es halt nun mal gibt. Also wenn eine Behörde Grenzwerte festlegt, dann geht sie ja offensichtlich davon aus, dass das Überschreiten dieser Grenzwerte ein Problem darstellt. Mhm. Und wenn sie dem dann nicht nachgeht, kann man sie formal eben sehr leicht nachvollziehbar als untätig bezeichnen. Und das wiederum verstehen alle. Mhm. Wobei ich auch wirklich glaube, dass das eigentliche Problem dieser Impfstoffe in den Spike-Proteinen selber liegt, die sich nun ja nachweisen lassen, allerdings nicht nur richtig unterscheidbar, zumindest in der Massenanwendung zwischen Spikes von der Impfung oder Spikes vom Covid-Virus. Wobei wir auch wieder bei dem Thema sind, was wir schon lange diskutiert haben, dass es eben viel wahrscheinlicher ist, dass diese Spikes in der Muttermilch, im Gehirn, in den Geschlechtsorganen, in der Leber, überall im Herzen, dass die eben natürlich in viel größerem Maße von der Impfung dahin gelangt sind, weil man ja die Schleimhautbarriere quasi umgangen ist. Zum Beispiel, was auch ein wichtiges Argument dafür ist, weil natürlich jetzt auch Leute sagen, dass diese DNA-Geschichten und so weiter ja eigentlich für Novavax sprechen auch, weil das ja nur den Protein, das Spike-Protein in den Körper bringt und eben nicht die Mod-RNA. Aber das ist dann eben auch nur formal, weil nämlich Novavax eben auch an der Schleimhautgrenze vorbei diese gefährlichen Spikes in den Körper einbringt. Es ist natürlich dann wahrscheinlich besser, eine Dosiszuordnung zu machen, weil das eine definierte Dosis ist, während bei der Mod-RNA diese wilde Produktion ist nicht abzuschätzen, wie viel Spikes der Körper produziert. Also zusammengefasst, LKVN hat man ja auch dran gekriegt wegen Steuerhinterziehung und nicht wegen Mord. Ja, ich halte diese Aktion für sehr, sehr gut, weil sie einfach zeigt, dass die Behörden ihre eigenen Vorgaben mit Füßen treten und somit eine Gefährdung der Bevölkerung in Kauf nehmen, was dann vielleicht auch die Diskussion ermöglicht über die wahrscheinlich wirklichen Gesundheitsgefahren, die viel mehr von den Spike-Proteinen ausgehen. Mhm. Siehst du das ähnlich? Also die Diskussion finde ich interessant. Ich stimme dir grundsätzlich zu. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, BioNTech und Pfizer, Moderna hätten jetzt ein Verfahren entwickelt oder würden jetzt ein Verfahren anwenden, das verhindert, dass DNA-Kontaminationen in den Impfstoffen sind, dann würde ich trotzdem immer noch sagen, ich werde mich mit diesem Impfstoff nicht impfen lassen. Mhm. Also ich glaube, dass der Impfstoff ist gefährlich. Hat sich gezeigt, dass er Nebenwirkungen hat. Wir sehen ja übrigens auch Nebenwirkungen bei Impfstoffen, die nicht auf mRNA basieren. Natürlich ist das Spike-Protein, aber auch andere Faktoren, das besondere Anregungspotenzial des Immunsystems sind hier gefährliche Faktoren. Wir wissen aber tatsächlich nicht, wie groß der Beitrag von möglichen DNA-Kontaminationen am Schadenspotenzial sind. Das könnte man rausfinden, ja, man könnte es testen, man könnte natürlich zum Beispiel sich anschauen, wir haben ja diese unterschiedlichen Chargen, wir sehen unterschiedliche Chargen, haben unterschiedliche Schadens- oder Inzidenzen von Nebenwirkungen. Man könnte mal gucken, ob es da Korrelationen gäbe, das wäre möglich. Das wäre saubere Wissenschaft. Das wäre saubere Epidemiologie, die es halt immer mit gibt. Wenn es die nicht gibt, dann heißt das aber immer auch noch nichts, ja, dann bedeutet das gar nichts. Und du sagst richtig,
natürlich gibt es Grenzwerte auch für DNA. Es gibt Grenzwerte für DNA, nicht von ungefähr, weil man natürlich grundsätzlich jetzt keine gesunden Menschen mit DNA behandelt. Also man spritzt auch keinen Kindern DNA. Und dieser Grenzwert, der jetzt angegeben worden ist, zum Beispiel von der EMA, sind 10 Nanogramm pro Dosis. 10 Nanogramm pro Dosis. Und das wäre, drunter wäre es ungefährlich. Jetzt muss man aber überlegen, wo stammt denn dieser Grenzwert her? Hat das jemand getestet? Das ist auch nur eine Schätzung und bezieht sich auch überhaupt nicht auf diese DNA in mRNA-Impfstoffen. Es bezieht sich auf Produkte, die durch biotechnologische Verfahren hergestellt werden, Arzneimitteln, von denen man einfach sagt, ja, darunter, da wird nichts passieren. Aber es bezieht sich nicht auf DNA, die zum Beispiel durch DNAs zerkleinert worden ist und in Lipid-Nanopartikeln in eine Zelle transportiert wird, in der dann auch jede Menge Fremd-DNA gerade übersetzt wird. Das heißt, wir wissen, also Fremd-RNA auch parallel drin ist, wir wissen über die Wechselwirkungen nichts. Wir wissen nicht, ob es im Kern geht. Das sind einfach offene Fragen. Und die Grenzwerte, wenn man es eben verantwortlich festlegt, haben wir immer noch einen Sicherheitspuffer nach oben natürlich. Das ist ähnlich wie beim Ablaufdatum von Lebensmitteln. Ja, viele kann man danach trotzdem noch essen, muss halt mal dran riechen, ob es eine gute Idee ist. Aber das heißt, die werden verantwortlich festgelegt und haben Spielraum und haben eine Bedeutung, sonst brauchen sie ja nicht. Was übrigens, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt dieser Geschichte ist, ja, unser Praxishund, genau, ist, dass bei rechtlichen Auseinandersetzungen das auch eine große Rolle spielen könnte. Zum Beispiel, ganz interessant, Polen und Ungarn verweigern Pfizer die Zahlung von Impfstoffen, die dann quasi zurückgenommen werden mussten, weil sie keiner gebraucht hat oder keiner mehr wollte. Und da gibt es da quasi so eine Storno-Gebühr. Natürlich, wir reden über abartige Millionenbeträge. Und Ungarn und Polen sagt, nö, machen wir nicht. Und das könnte zum Beispiel, jetzt gibt es einen Prozess auf EU-Basis gegen diese Länder. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass solche Prozesse anders funktionieren als reine politische Inszenierungen. Es geht um Macht. Aber wenn dann zum Beispiel ein solches Land sagen könnte, ja, aber Pfizer hat uns da Sachen geliefert, die ja gar nicht zugelassen waren, dass es ein gewichtiges Argument sein könnte, eben auch dann die Zahlungen nicht auch bezahlen zu müssen. Also das ist alles sehr spannend und letztendlich kann ich wirklich den Beteiligten von Herrn Sönnigsen bis Frau König einfach nur gratulieren, was sie da losgetreten haben. Und eben auch aus den USA, die Beteiligten, das ist fantastisch. Ja, was gibt es noch? Ach ja, was ganz Interessantes. Es gibt ja tolle Studien, also muss man schon sagen, es gibt tolle Ideen. Man hat zum Beispiel, hast du es gelesen, in Hamburg, eine Forschergruppe, das waren so etwa 40 Teilnehmer in der Gruppe. Riesengruppe. Genau. Aber ich finde diese Idee mal gar nicht so abwegig. Mal, es gibt ja Vegetativum, die Verbindung mental und Körper, was Interaktionen. Also was haben die gemacht? Es waren so 40, 45 Personen, die waren entweder Covid geimpft oder sie hatten eine SARS-CoV-2-Infektion. Ich habe jetzt nicht lesen können in der Pressemitteilung, ob das unterschieden hat. Und man hat denen einen 5-minütigen Film gezeigt mit Menschen mit Covid-Symptomen. Also schwerem Husten oder Nasenlaufen oder wie auch immer. Und man hat danach die IgA-Antikörper gemessen gegen SARS-CoV-2 und die waren erhöht. Also es gibt wohl auch, die beziehen sich auf Voruntersuchungen, dass man gesehen hat, dass im Winter solche Antikörper gegen Influenza erhöht sind, während sie im Sommer erniedrigt sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum das so sein könnte, aber offensichtlich gibt es eine Verbindung, dass der Körper reagiert, wenn das Vegetativum Gefahr signalisiert. Natürlich ist diese Studie nicht belastbar, weil es fehlt wieder mal eine Vergleichsgruppe und dergleichen. Aber ich finde es ganz lustig. Also ich meine, ich glaube ja eh, dass eine Gesellschaft bei einer Gefahr intuitiv richtig auch reagiert. Vielleicht auch unbewusst, vielleicht auch über das Vegetativum sogar direkt auch Stoffwechsel reagiert. Also zum Beispiel, wenn Masken, ist immer auch die Diskussion von Leuten, die sagen, eine Studie hat gezeigt, ja, oder es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass Masken wirken und so weiter. Es hat ein bisschen was fast Dümmliches, solche komplexe Fragestellungen, ob in einer Gesellschaft das Maskentragen
einen relevanten, positiven Einfluss hat, mit einer gauschen Statistik klären zu wollen. Das geht nicht, weil diese Statistik, die verwendet wird in diesen Fällen, ist extrem beeinflussbar von Einflussfaktoren, die wir auch nicht kennen. Und das ist so eine komplexe Fragestellung, das kannst du eigentlich gar nicht lösen mit solchen Studien. Aber es ist was anderes. Wenn sie denn wirklich einen großen Nutzen hätten, dann würde man das einfach so sehen. Also angenommen, du würdest eine Studie machen, eine Schule mit Maske, Schule ohne Maske, und die Schule mit Maske, Schule ohne Maske sterben plötzlich die Hälfte der Kinder. Also das ist ein krasses Ergebnis. Könnte auch eine Trinkwasserverseuchung sein, aber was auch immer. Du hast das. Und wenn das sich, sowas spricht sich in der Gesellschaft rum, und dann tragen alle Masken. Dann tragen alle, weil sie alle irgendwo das Gefühl haben, dass das ist wichtig, und dann brauchst du keine Gesetze und keine Studien und gar nichts. Aber diese Art von Studien, die arbeiten ja immer mit minimalen Unterschieden, ja, die noch dann mit statistischen Tricks aufgeblasen werden, sind völlig wertlos. Also diese ganze Diskussion auch über Maskenstudien und so weiter ist eigentlich geht völlig am Ziel vorbei. Es gibt einen schönen Film, den kann ich empfehlen, der heißt Der Hund bleibt hier. Französischer Film, toll. Jetzt habe ich mich etwas abgewichen vom Thema, aber das führt uns nochmal zu dem Problem der Erkenntnislage. Ja? Also wie kommen wir zu echten Erkenntnissen? Und da brauchen wir diese pathophysiologischen Modelle auf Zellebene, auf Laborebene, und wir brauchen ordentliche, hochwertigste Epidemiologie, und da ist halt für mich der Bezugspunkt in Deutschland Herr Sönigsen, der weiß, wie das geht. Weltweit ist es Ioannidis. Und wenn wir diese Qualitätsstudien nicht haben, dann sind die ganzen anderen Studien, bringen keine Erkenntnisse, verwirren nur oder täuschen. Und das ist eigentlich ein Erkenntnisdesaster, aber das ist letztlich auch ein Thema, was die Medizin ja nicht nur jetzt bei Corona offenbart, sondern schon seit 20, 30 Jahren in den ganzen Gesundheitsfächern letztendlich hervorbringt. Es ist letztendlich Junk Science oder Bullshit, und das ist keine Wissenschaft. Das ist das, was sich jetzt offenbart. Das ist das, was sich offenbart beim Umgang, den wir sehen, des Paul-Ehrlich-Instituts der Bundesregierung mit den Vorwürfen der DNA-Kontamination. Das ist das, was sich jetzt auch offenbart bei den Masken. Ja, wir sehen das jetzt zum Beispiel auch hier an der Universitätsklinik Heidelberg und in der Klinik in Mannheim gilt jetzt wieder die Maskenpflicht. Und was hat man sich nicht bemüht, ja, einen Nachweis zu erbringen, in Dutzenden, in zig verschiedenen Studien einen Nachweis zu erbringen, dass Masken was bringen, dass Masken schützen. Und es ist nicht gelungen. Ja, es hat sich ja gezeigt, es ist nicht gelungen. Die Kommission der Bundesregierung, der Expertenrat hat es festgestellt, Evaluierung, es gibt keinen Hinweis auf einen Nutzen. Cochrane, die habe es glaube ich auch untersucht, ich weiß nicht. Es gab jede Menge Metastudien, die gezeigt haben, es kann kein positiver Effekt nachgewiesen werden. Du brauchst, und das ist das Credo jedes ernsthaften Epidemiologen, du brauchst harte Endpunkte, du brauchst relevante Endpunkte in einer Studie. Das heißt, ist die Wirkung, das, was ich mache, überhaupt relevant? Ja, und das kann zum Beispiel im Falle von Corona nur Krankenhauseinweisungen sein oder Todesfälle. Und wir hatten ja, wie oft soll man es denn noch sagen, historische Unterbelegung in den Krankenhäusern, sowohl auf Normalstationen wie auch auf Intensiv, diese ganzen vollen Intensivabteilungen, die gezeigt wurden, das waren situativ lokale Situationen, die teilweise auch absichtlich so gemacht worden sind, auch abrechnungstechnisch, während im Umkreis dann die Krankenhäuser leer gestanden sind, auch auf Intensiv. Das heißt, die Endpunkte können ja schon gar nicht stimmen, wenn du durch Masken eine historische Unterbelegung noch weiter unterbelegt haben möchtest. Also was soll das? Also das ist wirklich, wir reden hier über eine Scheinwissenschaft, die sich auch von der Wirklichkeit entkoppelt hat. Aber das ist übrigens eine sehr, sehr tiefe Diskussion, die man mal führen könnte, wie kommt man eigentlich auch zu Erkenntnissen. Ja, und da ist die Wissenschaft mit diesem Fokussieren auf statistische Wahrscheinlichkeitsrechnung nach gauschen Kriterien vollkommen auf dem Holzweg. Ja, das ist eigentlich sinnlos, das sagen wirklich Mathematiker, die sich mit dieser Materie auskennen. Du kannst berechnen, wie oft zwei Würfel einen Pasch bilden. Das kannst du mit gauscher Wahrscheinlichkeit machen. Aber nicht, ob Masken an Schulen was bringen oder ob eine bestimmte Ernährungsform vor Krebs schützt. Das ist viel zu komplex. Und das würde nur dann funktionieren, wenn die Unterschiede riesengroß sind. Aber dann wird man es auch so sehen. Da wird es einfach in der Wahrnehmung würde es dann auffallen. Und dann brauchst du auch keine Studien, um Leute zu motivieren, etwas zu tun. Sie würden sich freiwillig dran halten, weil sie wollen sich nicht gefährden.
Also das Ganze wirft natürlich jetzt, ich komme jetzt in ziemlich Abwege rein, in das Thema rein, aber wir müssen letztendlich irgendwann mal eine Sendung machen über Erkenntnisgewinn. Mhm. Und das ist so, wie wir es gerade machen, dass es so nicht laufen kann. Ja, meinst du, es gibt keine Studien, die den Nutzen von Masken erweisen oder die den Nutzen zum Beispiel der Impfung, die Schutzwirkung vor Krankenhauseinweisung erweisen? Deshalb, weil es so schwierig ist nachzuweisen? Es gibt so viele oder? Einflussfaktoren, die das mitmachen können. Wer trägt die Maske wie? Mhm. Was für Masken? Mhm. Ist in der Region schlechtere Luft wie in der anderen Region? Haben die sich anders ernährt? Durften die einen draußen Sport machen oder nicht? Es sind vollkommen nicht einhaltbare Bedingungen in der Wirklichkeit. Und dann machen diese Studien einfach keinen Sinn. Sie würden nur etwas wirklich belastbar messen, wenn der Unterschied riesengroß ist. Mhm. Ja, und dann würde die Bevölkerung, da haben wir einfach unsere intuitive Intelligenz, die wahnsinnig viel wahrnimmt oder das Bewusstsein ist gleich registriert. Mhm. Und wir bilden uns dann eine Meinung. Wir würden dann intuitiv anfangen, alle Masken zu tragen. Wenn das eine ganz schlimme Erkrankung gewesen wäre und wenn wir Masken viel bringen, hätten wir das ohne Studie gemerkt. Mhm. Aber das ist ein ganz grundsätzliches Thema jetzt, was viele Mediziner auch, finde ich, nicht verstehen. Ich hatte ein großes Privileg aufgrund des einen Buchs Schlechte Medizin, dass mich Mathematiker, insbesondere Elad von Kolani, kontaktiert haben, mich eingeladen haben. Da bin ich zu ihm nach Würzburg gefahren, ein paar Mal, und habe mir ihm mal wirklich Statistik erklären lassen. Und wir Mediziner setzen da gerade aufs falsche Pferd mit dieser Art von Studien, wie wir sie machen. Gut, aber ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel sich die Entscheidung anschaut, der Uniklinik zu sagen, unsere Mitarbeiter tragen jetzt alle wieder Masken. Es gibt keine Studien, die einen Hinweis liefern, dass das sinnvoll ist. Ist es dann trotzdem sinnvoll? Muss man sagen, man verabschiedet sich von den Studien und macht jetzt einfach nach Bauchgefühl? Kai, das ist magisches Denken. Ja, das denke ich. Wenn wir uns von Datenzahlen, Studien verabschieden und einfach sagen, was uns jetzt irgendwie in den Sinn kommt, dann können wir im Sommer auch wieder Regentänze aufführen, weil es zu trocken ist. Ja, das ist das Niveau unserer universitären Medizin auf diesen Gebieten. Das ist Schamanismus, das ist magisches Denken. Mhm. Das ist genau das, was Sie den Homöopathen vorwerfen oder anderen. Und sie praktizieren es, weil sie in keiner Weise plausibel diesen Nutzen versuchen auch zu belegen durch wirklich belastbare Argumente. Mhm. Also diese Art von Studiengläubigkeit führt direkt wieder in die Steinzeit zurück. Ja. Also ich habe die Universität verlassen, aber ich habe gar nicht die Wissenschaft verlassen, sondern die Wissenschaft hat eigentlich die Universität verlassen, ja, kann man sagen. Genau. Ja. Ja. Also war kein Platz mehr für Wissenschaft. Das ist auch mein Eindruck, denn das, was erzählt wurde, das Narrativ, hat überhaupt gar keinen Bestand gehabt. Ja, es gab keinen sinnhaften Begründungsansatz zu glauben, dass Inzidenzen was bringen, ja? dass diese Massentestungen von Personal oder Patienten was bringen. Es gab keine Erklärungsmodelle und es wurde trotzdem gemacht, weil man gesagt hat, und das ist das Interessante, irgendwas müssen wir ja machen. Es ist so gefährlich, dass wir was machen müssen. Aber die Gefahr rechtfertigt ja nicht jedes Mittel. Es muss ja, die Gefahr muss ja, also das Mittel muss ja trotzdem erstmal sich selber rechtfertigen. Ich habe ja ob es eine Pandemie oder ein drohender Klimakollaps ist, wie auch immer die Gefahr ist, ich muss ja auch ein Mittel haben, von dem ich weiß, es bringt was. Sonst kann ich wirklich wieder anfangen, mir Talismanen anzuhängen oder irgendwelche Rituale. Und nicht nur das, weil ein Arzt, der so denkt, ja, wir müssen was machen, läuft sehr schnell Gefahr, zu einer eigenen Gefahr für seine Patienten zu werden. Mhm. Weil es gilt nun mal der erste Grundsatz in der Medizin, nihil nocere, das heißt nicht schaden. Ich muss mir erstmal Gedanken machen, schade ich meinen Patienten dadurch? Und wenn ich das nicht klar beantworten kann, dann müssen schon extrem gute Hinweise da sein, dass ich ihm nutze, bevor ich den Schaden in Kauf nehme. Und genau das macht man eben nicht. Und das führt ja auch zu einer Medizin, die ja zum Teil bei all ihren Verdiensten, also Herzinfarkt heute zum Beispiel oder teilweise Schlaganfall, kann man heute fantastisch behandeln, sodass fast kein Restschaden übrig bleibt. Aber es gibt halt einen Bereich in der Medizin, der zur eigenen Gefahr geworden ist durch Übertherapien. Und das ist diese Ignoranz gegenüber der Aussagekraft von Studien, die man dann noch missbraucht, eigentlich bestimmte Dinge durchzusetzen, die eigentlich nur Fremdinteressen dienen. Haben wir das Problem, wo wir auch schon diskutiert haben. Also wenn ich einen klaren Nutzen habe, dann merkt man das im klinischen Alltag. Ja, wenn ich Lymphdrüsenkrebs habe, Blutkrebs, dann gibt es heute Therapien, die können heilen. Das ist eine sehr schwierige, belastende Therapie, aber das sieht man. Die Leute überleben.
Dass, wenn ich aber Chemotherapien habe bei Darmkrebs im Endstadium oder Mama-CA oder so, dann kann ich dieses Eindeutige eben nicht sehen. Und dann braucht man wieder Studien, um irgendwie Prozente rauszuquetschen, die dann oft auch in relativen Zahlen wieder groß erscheinen. Und das ist keine wirklich gute Medizin. Woran liegt das, Gunther? Haben wir die falschen Mediziner oder haben wir die falsche Medizinerausbildung? Ja, haben wir schon, muss man schon sagen, weil ich habe ja dieses wunderbare Buch, über 100 Jahre alt, von Eugen Bleuler geschrieben, der die schweizerische Psychiatrie aufgebaut, Schizophrenie, der Begriff stammt von ihm. Das Buch heißt Das undisziplinierte autistische Denken in der Medizin. Und es hat sich nichts geändert. Wir Mediziner haben ein Problem mit der Wirklichkeit. Es gibt verschiedene Gründe, warum das vielleicht bei unserem Beruf besonders ausgeprägt ist. Das fängt damit an, dass du als junger Arzt wirklich nur Theorie im Kopf ziehst, deinen weißen Kittel an, und in einem Krankenhaus schauen dich alle an und wollen von dir Antworten haben, die du nicht hast. Und das verleitet dich vielleicht dazu, Antworten zu geben und denen auch irgendwann zu glauben. Mhm. Also das ist schon ein strukturelles Problem. Wir müssen in der Medizin generell darüber diskutieren, wie gelangen wir eigentlich an Erkenntnisse. Und was ganz wichtig ist, ist nun mal Erfahrung, klinische Erfahrung, und zwar nicht von einem Narzissten, der Misserfolge nicht wahrnimmt, sondern von jemandem, der sich kritisch hinterfragt. Das gilt genauso übrigens für die Alternativmedizin, die das auch oft nicht macht. Und dieses Wissen von so Leuten, das ist sehr wertvoll, wird aber heute quasi ausgegrenzt, weil das heißt, es gibt Studien, die das Gegenteil sagen. Und es gibt dann solche Dinge wie Delphi-Verfahren, also wirklich qualitativ Interviews, um dieses Wissen daran zu kommen von wirklich Menschen mit Erfahrung. Und das sind Wege, die müssen wir neu beschreiten, weil diese Studiengläubigkeit, die führt zu nichts. Was ich erlebt habe in der Klinik, ist auch eine starke, eine ausgeprägte Hierarchie. Also besonders natürlich in der Klinik, unter Medizinern ist die Hierarchie sehr stark. Und wenn ich jetzt mir das nochmal anschaue, da an der Uniklinik in Heidelberg, die Maskenpflicht gilt ja zum Beispiel erstmal nur fürs Personal. Und das nicht für die Patienten. Ja. Das Personal muss sich Masken aufsetzen. Und da frage ich mich schon, ist das vielleicht auch wieder so eine Art Unterwerfungsgeste? Ist das vielleicht auch schon wieder, geht das in die Richtung Kniefall, dass man einfach zeigt, man macht alles mit, man gehört dazu, so wie damals auch schon. Man hat gezeigt, man ist auf der richtigen Seite, und egal wie absurd die Forderung ist, wir müssen auf jeden Fall das abnicken. Es ist die Verweigerung der Wirklichkeit und auch diesem Gedanken folgen, wir müssen jetzt wieder was tun. Übrigens bedeutet es dann oft auch für die Patienten, dass sie unter Druck stehen, Masken anzusetzen. Und in Praxen wird es ja teilweise auch praktiziert. Und dem völligen Ignorieren der Nebenwirkungen. Und die Nebenwirkungen sind krass. Zum Beispiel geht schon wieder los, dass die OPs und die technologisch aufwendigen Behandlungsplätze wieder rar werden, aber nicht, weil sie fehlen, sondern weil das Personal sich wieder wegtestet. Es ist wieder üblich geworden, bei jedem Husten einen Test zu machen. Ist der positiv, bleibe ich zu Hause. Ja. Ich habe jetzt in der einen orthopädischen Klinik hier wieder gehört, dass von 5 OPs laufen nur noch 3. Und gestern eine Schlaganfallpatientin hat keinen Platz bekommen in der Stroke Unit in der Uni Heidelberg, wurde verlegt in ein auswärtiges Krankenhaus, angeblich weil es voll ist. Bin mir sicher, wenn wir da reinschauen, ist das nicht voll, sondern die haben wieder kein Personal. Und die bleiben wieder zu Hause mit einem positiven Test oder generell, weil sie Corona haben und sich noch nicht getestet haben, dann geht man nicht ins Krankenhaus. Mhm. Also das ist vollkommen irre, und auf diese Weise sterben auch Menschen und werden sie nicht behandelt. Das heißt, wir haben eine Medizin, die hat sich von der Wirklichkeit entfernt und praktiziert ja magisches Denken mit all den negativen Folgen, die wir damit auch sehen. Schon verrückt. Also am besten gesund bleiben. Nicht darauf angewiesen sein, ins Krankenhaus zu gehen. Ja, das ist natürlich immer gut, das ist keine Frage. Vielleicht ist Corona einfach mal auch der Knackpunkt, wo man sagt, okay, eine Gesellschaft hat gesehen, wohin dieser Weg führt. Dieses Wegwenden von der Wirklichkeit, dieses Forcieren von magischem Denken. Personen, die damit Karriere machen, die auch in der Spitze der Gesellschaft stehen und damit durchkommen, da
dass das halt was Selbstzerstörerisches hat. Also ich glaube, das merken die Menschen ja schon. Also die Menschen haben ja auch gemerkt, was in den letzten 3 Jahren passiert ist und was auch mit ihnen selbst passiert ist, welche Auswirkungen diese Art der Gesundheitspolitik hat, sei es jetzt in Bezug auf Corona oder andere Erkrankungen. Ich glaube, die Menschen merken schon, dass wir jetzt an der Grenze angelangt sind, dass es so, wie es jetzt gelaufen ist in der Gesundheitspolitik, aber auch unter Medizinern nicht weitergehen kann. Und vielleicht sollte die Medizin wieder mal ein bisschen sich von diesem hohen Ross der Prävention und der Gesundheitsaktivitäten runterkommen und wieder für die da sein, für die sie eigentlich gemacht wurde, nämlich für die Kranken. Ja, ich glaube, dass diese gesamte Gesundheitsvorsorge so durchtränkt ist mit Irrationalität, dass man da mehr Schaden anrichtet. Und ich glaube, Gesundheitsvorsorge sollte eigentlich Privatsache sein. Also weil der Mensch weiß ja offensichtlich, glaube ich, am besten, was für ihn gut ist. Mhm. Und auch diese kleine Studie, finde ich schon witzig, da mit diesen 5 Minuten Covid-Symptomen, dann gehen objektiv kann man das ermessen. Ich glaube auch nicht, dass die jetzt da betrogen haben. Gehen ja die Antikörper vorstellbar, hoch. Ja. Ja. Wir haben gesagt, da brauche ich eine Vergleichsgruppe ohne Film, um das zu sehen. Egal. Ja. Auch offensichtlich das Unbewusste ja, wappnet sich. Und ich glaube, wenn der Staat versucht, da reinzupfuschen und eine übergriffige Medizin, dann richten die aber mehr Schaden an als Nutzen. Ja. Wie in vielen Dingen. Wie in vielen Dingen. So. Jetzt haben wir auch wieder eine Stunde gesprochen über Gefahren, über Medizin. Vielleicht haben wir das Immunsystem unserer Zuschauer dadurch auch schon ein bisschen gestärkt. Ja. Und jetzt bleibt uns eigentlich noch übrig, einen guten Rutsch zu wünschen. Genau, das Jahr ist vorbei. Einen guten Rutsch. Wir sind nächstes Jahr natürlich wieder da. Wir sehen uns wieder. Ich fürchte, die Themen gehen nicht aus. Wir werden es definitiv dranbleiben. Und es wird spannend. Die Wirklichkeit wird lauter an die Tür klopfen und in einzelnen Fällen vielleicht auch die Tür schon eingetreten haben. Ich glaube, das nächste Jahr wird spannend. Ja, ich glaube auch. Wir freuen uns auf Sie. Ich hoffe, Sie bleiben uns treu. Ja, alles Gute fürs Neue. Bis dann.